Adrian? Jawohl, Ja. ich höre dich. Wie schön. So, warte mal. So. Jetzt sind wir in der jüngsten Klasse, also praktisch in einem Kindergarten, ja? Kindergarten. Hast du dir das angetan? Hallo. Das ist der Direktor von der Schule. Das ist sehr schön. Der Toilette. Jawohl. Hallo. 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 People from the screen. Greetings. Oh, is it? No. Hello. Hello. Very nice to see you. Hello. Das ist ja ein Unterschied, oder? Zwischen Ruanda und Uganda. Das stimmt. Es ist deutlich anders in der Atmosphäre. Liegt es am Konzept? Also ist das pädagogische Konzept anders? Na, das liegt an der Erziehung, glaube ich. Und an dem, dass die Kinder hier, weißt du, die besichtigen die Schule. Ja. Und die haben ja wirklich großen Respekt vor den Lehrer, vor dem Direktor. Also da gibt es ja keine Diskussion. Wenn die was sagen, weißt du, da gibt es kein Nein. Die machen das einfach. Ja. Und die Kinder, wo du gesehen hast in Ruanda, das waren ja meistens die Kinder, die nicht in die Schule gehen wegen den Schulgebühren, weil sie es nicht leisten können. Deswegen die Kinder, die wissen ja gar nicht, weißt du, sich so zu benehmen, sagen wir mal, ja, respektvoll oder so. Hm. Die sind das nicht gelernt, ja. Die hier, wenn der Direktor sagt, ruhig oder so, dann ist ja in einer Sekunde ist Ruhe. Bei denen kannst du mal sagen, geht nicht. Ja, es geht nicht. Klar, sind offensichtlich völlig andere Zielgruppen, ne? Also andere Gruppen von Kindern. Genau. Ja. Schulnahen hier und die Schulferneren in dem anderen Projekt. Umso spannender auch die Unterschiede in den Projekten zu sehen. Wunderbar. Weißt du, darf ich da noch eine Antwort dazu sagen? Dann kannst du vielleicht den Direktor auch was fragen. Genau. What do you mean? Which class we can go now? This one? So, ja. Jetzt hast du hier noch eine andere Klasse. Hello. They are the bigger ones. Hello. Nice to see you. Hello from Europe. So, und so sieht das ganze Gebäude hier. Also, warte mal. Oh ja. Ja, die Schule sieht jetzt so. Siehst du? Ja. Ja. Und hier haben wir, das zeige ich dir gleich. Mhm. Das ist ja schon ein riesengroßes Gelände, sozusagen 480 Kinder, ja? Ja, es ist sehr groß. Das ist der Wassertank, was wir als erstes vor 3 Jahren gekauft haben. Das habe ich dir, glaube ich, erzählt. Genau. Das war eigentlich mein erstes großes Projekt hier, ja? Das war mit dem Anfang. Geld gesagt, wir kaufen hier diesen Wassertank. Sehr schön. Und das hier jetzt? Das war der frühere Hostel sozusagen, ja, also Waisenhaus, wo die Kinder gelebt haben. Mhm. Und jetzt ist es, ja, jetzt können wir da oben schnell gehen, dann zeige ich dir das und dann kannst du vielleicht Fragen stellen, okay? Jawohl, ich schaue jetzt erstmal mit. Ich möchte dir einfach alles zeigen, was hier ist, weißt du, ja. Solange wir noch Internet haben. Genau. Lasst uns die letzten Daten nutzen. Ja, siehst du, hier ist noch die Küche. Ah, ja. So, hier wird für die Kinder gekocht. Sehr schön. Da gibt es jeden Tag Essen in der Schule. Ja, das ist ja sehr wichtig für die Kinder, weißt du. Ja, das können natürlich. Sie dann von den Schulgebühren, was die Kinder zahlen, das können sie dann kaufen. Ja.
jetzt laufe ich die Treppe rauf zu dem Hostel. Waisenhaus. Wow. Nee, ich sehe schon. Das ist jetzt das Gebäude, siehst du? Oh ja, groß, sehr groß. Wie viele Kinder sind dort jetzt? Ja, das sollen 80 Kinder werden. Wow. Und die sind als Waisen leben die dort ständig. Also das ist quasi ihr Zuhause. Das ist jetzt ihr Zuhause, weil das sind Waisenkinder, ohne Eltern. Ja. Oder die Eltern haben die da einfach verlassen und ja, in eine Stadt gegangen. Ja. Ja, und die Kinder sind hier alleine. Ja, ja. Oh, das ist hier nicht so einfach, die haben hier keine Treppen, weißt du. Ja. Sport für dich. Oh ja, ich sehe es. Klar. Ja, ja. Also hier brauchen wir auf jeden Fall neue Betten. Das sind jetzt schon die neuen Räume, weißt du? Ja. Da brauchen wir neue Betten, weil das sind noch die alten. Dann natürlich Regale, Matratzen und Bettwäsche. Ja. Aber das sieht ja schon viel besser aus, als es war, ja. Auf alle Fälle. Ich kenne ja auch die Bilder von dem Hostel, was du gezeigt hast, das kleine Hostel unten. Das war ja nochmal eine ganz andere Nummer. Genau, also als ich das gestern gesehen habe, das war super. Ja. Natürlich, ich habe keinen Kommentar gegeben und etwa jeder sagt zu mir, du könntest wenigstens einmal sagen, gute Arbeit. Ja. Dann hab ich gesagt, okay, ich gehe noch nicht weg, ich werde schon sagen, ja. Das ist ja, ja, das ist wahrscheinlich dann noch unsere europäische Sozialisierung, ne? Wo man merkt, ja, wir sind da ja sparsam mit unserer Freude, aber ich glaube, das ist ja auch das Schöne, wenn du da bist, dass du merkst, es fühlt sich eben doch einfach ganz anders an. Ne? Also man ist ja da auch in einer anderen Kultur. Und es ist toll, es ist absolut toll, was ihr da schafft, was da geleistet wurde. Also ich sage da einfach aus Europa, toll für die Arbeit, die geleistet wurde, unglaublich. Danke, danke, wir versuchen das, ja. Magire, vielleicht könnt ihr dir auch noch ein paar Worte sagen, wäre nicht schlecht, oder? Was meinst du? Ja, ja, gerne. Ciao, das ist sehr gern. Das ist die Landschaft hier, da kannst du auch sehen. Die leben eigentlich in sehr schöner Gegend, ja. Nur überall Hügel, ja, das ist ja, herrlich, schau, wenn du das siehst. Siehst du die Steine, das von oben kommt das ganze Wasser, weißt du, wenn es wirklich stark regnet, das ist hier nicht so einfach. Dann rutscht die Erde nach unten, ne? Dass sie das jetzt deswegen Mauer. Die befestigen das jetzt mit so großen Steinen. Das ist die einzige Möglichkeit, weißt du, das irgendwie zu befestigen. Ja. Weil, schau, überall, schau. Ja. Ja, wenn da Regen kommt, dann ist keine Chance. Deswegen ist es dann auch. Schau hier von. Ja. Weißt du? Ja, hier muss ja überall Beton kommen und so ein Graben oder so, weißt du, wo das Wasser abfließen kann. Weil ansonsten haben wir keine Chance. Klar. Deswegen ist es auch so teuer, ja, weil manchmal, ich frage ihn auch, warum so viel an Material oder so, versuche mir das alles zu erklären. Aber bis jetzt habe ich mir das nicht so wieder richtig vorgestellt. Ja, aber jetzt, wenn wir das gesehen, ist ja gar nicht so einfach. Ja, ja, auf alle Fälle. Ich meine, da nützt das beste Projekt nichts, wenn es unterspült wird und das Haus ist in ein, zwei Jahren wieder kaputt. Ja, natürlich. Also, wenn die das schon machen, dann sollen die das richtig machen. Ich bin ja schon sowieso stolz, weißt du. Wir haben sogar Tür mit Glas. Das ist hier auch nicht so. Ja. Für die Kinder geht, das ist ja Luxus sozusagen. Ja, ja. Weil für andere Leute ist es zu teuer, natürlich. Ja, natürlich. So, jetzt. Aber hello, how are you? I'm very fine and I don't know what to say when I see what you did dort, what you finished. It's awesome. What? You don't understand English? Tranquila, should I explain? Pardon for me. No problem.
I see you were busy with the door. I said it is amazing what you finished there. It's thank awesome. You for appreciating. Yes. Thank you very much for appreciating. Yeah. And yeah. I can say it is awesome what you what you did together. You there in Africa to have this school, to build this up, to develop this, and to make more and more, and also Gabriela to support the project. It's incredible. Yes, yes. So nice. We are so happy. Me too. I think I can better English than you. Yes. Yeah. Sometimes it's more communication by heart and not by minds, isn't it? Yes, of course. Yeah. Yeah. Yes, yes. I'm sure Gabriela can translate and tell about the project. I'm very happy that we saw the buildings, that we saw the kids there, also the community around us a little bit, and I'm very thankful for those insights. Okay. That's nice. Gabriela, ich glaube, wir können das gerne, wenn du möchtest, können wir da gerne später ein Abschlussvideo dazu machen. Meinetwegen auch gerne in Deutschland, bei dir auch die ja, klar. Erlebnisse gesagt sind. Mhm. Na? Dass du da. Gerne. Genau. Und das kannst du mir links vor, mein Gott. Ich rede jetzt schon so komisch, weißt du, weil ein paar Worte kommen mir auf Englisch, ein paar auf Deutsch und am besten noch auf Polnisch, was dazu? Ja, das kenne ich. Aber warte mal, ich möchte dir noch meine Kollegen kurz vorstellen. Ja, weil der ja, ist ja, die ja. ganze Zeit. Hallo. Hallo. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Danke. Das ist mein Bodyguard. Ja, ja. Und er unterstützt mich jetzt die ganze Zeit mit der Arbeit hier. Und wie gesagt, ich habe dir schon erzählt, also in seinem Alter, dass die Leute schon so denken, weißt du, jemandem zu helfen, das ist ja auch wirklich respektvoll. Das alles dank Gabi. Ich versuche nur ein bisschen zu helfen. Das ist das. Aber ich sehe eure Videos und bin sehr begeistert. Also ich bin ja auch viel in freiwilligen danke. Arbeit beschäftigt und das ist toll. Das sind Dinge, die müssen von Generation zu Generation gegeben werden. Und ich glaube, das ist das ja, genau, gute Einblick. Den jüngeren Generationen, ich glaube, wir steigen manchmal schneller ein als zu anderen Zeiten. Wenige, aber manche sind schneller. Genau. Robert hat gesagt, er denkt jetzt ganz anders als vorher. Jetzt hat er ein anderes Leben gesehen und seine Denkensweise hat sich jetzt auch geändert. Ja, jetzt weiß ich zu schätzen, was wir bei uns zu Hause haben, weil das ist hier brutal, was ich gesehen habe. Und ich danke auch Gabi, dass ich hier mitmachen kann. Es ist eine tolle Erfahrung einfach. Das glaube ich. Das glaub ich freue mich, dass du hier mit mir bist. Ich freue mich auch. Und danke, Mr. Quakile, for your good work. Yes. Yeah. Now I can tell you this, yeah. Good work. Thank you very much. Okay, well. And this is the best place for, because this goes viral. Yes. Yeah. Das ist sehr, sehr schön, Gabi. Ich freue mich. Ich freue mich über all die Sekunden, die wir hier haben. Die sind ja absolut Gold wert. Jetzt wirklich fast um den Globus. Die, aha. Genau, die echten vor Ort Erlebnisse zu haben. Bin total dankbar und glücklich drüber. Ich werde es auch sofort auf YouTube hochladen, damit du das auch teilen kannst. Und ja, genau, da bin ich schon gespannt. Dann. Genau. Super. Das dann müssen wir jetzt wieder weiterlaufen, weißt du, weil wir haben hier wieder voll Programm. Ich weiß. Ich sehe das an eurem Facebook. Es ist auch super. Also ich liebe es, wie ihr eure Hope and Future Seite da wirklich befüllt. Man geht da mit euch mit, also man sieht, wo ihr seid, man hört das, das ist wunderbar, dass du auch die Videos dabei hast. Also man hat das Gefühl, man kann euch wirklich folgen und da miterleben. Ja, deswegen ich mache das auch jeden Tag,
Weil das ist sehr wichtig, weißt du, den Leuten zu zeigen, dass wir hier nicht nur liegen oder Urlaub machen, sondern genau, dass wir wirklich arbeiten und was ändern möchten und den Leuten helfen möchten, ja. Ja, ich glaube, du brauchst deinen Urlaub, wenn du zurückkommst, oder? Wenn du das glaube ich auch. Das dort ist Arbeit. Aber man sieht auch, wie glücklich es euch macht und dass das natürlich wirklich eine Form von absolut positivem Stress ist. Also man sieht, ihr seid sehr gestresst, aber es ist halt wirklich dieser gute, gesunde Stress, der belebt ja eher, als dass er erschöpft. Kann mir trotzdem vorstellen. Ja, da hast du recht. Ja, manchmal könnte ich schon wirklich auf allen Vieren laufen, aber, aber ja, dann genau, kommt wieder der Robert, komm, ich helfe dir, ja, gib mir dein Gepäck. Genau. Ihr könnt dann umso besser in den Pausen auf Arbeit entspannen für die nächsten 3 Monate, dann könnt ihr euch dann erholen, wenn ihr euch gemeinsam daran erinnert. Ja. Genau. Wunderbar, Gabriela. Okay. Ich danke dir ganz herzlich. Ich danke dir auch. Genau, ich lade das hoch, schicke dir den Link, damit du es all deinen Leuten super teilen kannst. Super, dann werde ich das auch gleich posten. Genau, und ich zeige es all denen, die Interesse an dieser Video-Challenge haben, damit sie wissen, da kommen wirklich richtig, richtig viele gute Dinge rüber. Super. Toll. Das wird ja super toll. Gut. Okay, mach's dann gut, danke Gabriela. Wir sehen uns. Ciao. Estou aqui, né? You are so quiet. Okay, yeah.